Oh, guten Tag und herzlich willkommen zur Dienstagsausgabe des Freudenberger Boulevard hier aus dem Wohnzimmertheater in der Nordstraße. Wir beginnen wie jeden Tag mit dem Wetterbericht und man sieht blauen Himmel, Schäfchenwolken. Das war gestern Nachmittag zum Wetter. Heute kommen wir gleich noch ausführlich mit Bildern hier aus der Ruhrstadt. Heute werden 12 Grad erwartet und das Ganze natürlich im Schatten. Das heißt, in der Sonne ist es dann weitaus wärmer und frühlingshaft. Die neuesten Nachrichten aus Frönnberg, aus dem Hellweger Anzeiger. Der Kreis untergenehmigt den dritten Legehennenstall. Der Antragsteller Georg Ostermann betrachtet die Genehmigung mit gemischten Gefühlen, denn jetzt haben Gegner der Anlage noch einen Monat Zeit, gegen die Genehmigung Klage beim Verwaltungsgericht in Gelsenkirchen einzureichen. Und da sind wir mal gespannt. Am Freitag in der Gesamtschule steht die Kinderuni auf dem Plan und da werden wieder Dinge geklärt, wie zum Beispiel, warum kosten 3 Kugeln Eis weniger als 1 Liter Eis im Supermarkt, also 3 Kugeln in der Eisdiele. Ja, die Prinzessin Kate wird das bereits wissen, denn sie hat gestern ihre erste eigene große Rede gehalten und bemerkenswert für die Journalisten war dabei unter anderem, dass sie nämlich ein Kleid trug und zwar ein Kleid, das ihre Mutter bereits vor 3 Jahren getragen hat. Also eine sparsame Prinzessin. So, und wir... Ja, und wir machen weiter mit Nachrichten aus der großen, weiten Welt, heute auch aus der Welt des Showbusiness. Dienstag ist Showbusiness-Tag und heute hat wir eine prominente Geburtstag und sie hat die Kinderuni vor ein paar Jahren bereits verlassen. Lady Gaga. Heute wird sie 26 Jahre wirklich jung, muss man ja sagen. Und Lady Gaga, die macht ja nicht nur durch tolle Musik auf sich aufmerksam, sondern auch durch ihre berühmt-berüchtigten Outfits. Ja, und wir haben hier ein bisschen Musik von ihr, und zwar einen Titel. Und wir machen jetzt hier kein Pokerface mit den letzten Ausblicken auf die Frönnberger, auf den Frönnberger Stadtkern. Verabschieden wir uns für heute. Hugo Egon Balder ist zum Schluss noch unser Gast, der jetzt demnächst auf einer Theaterbühne steht, nachdem er seinen Vertrag bei Sat.1 nicht mehr verlängert hat. Und er sagt, er ist jetzt frei und freut sich. Und ich habe jetzt auch frei und verabschiede mich bis morgen in alter Frische. Und die Erkenntnis bei Strophe 4 ist nur das eine, nämlich dass wir, so wie die Alten, zusammenhalten, gegenregieren und tyrannisieren. Doch dann kommt eine und schaut dich nur an. Der Dumme im Leben ist immer der Mann. Ja, der Dumme im Leben ist immer der Mann.